Schlager und singe das mit Niveau. Was geht ab, Leute? Neues Video. Wir sind mal wieder in Bielefeld unterwegs. Und zwar wieder eine Urban Freeride Tour hier durch Bielefeld. Lukas Knopf ist diesmal mit am Start. Was geht ab? Wir werden zwei verschiedene Videos versuchen zu machen, dass wir so ein bisschen abwechseln. Das heißt, ein Video davon findet ihr auf Lukas' Channel und das Video jetzt hier natürlich auf meinem Channel. Wir starten hier oben an der Sparrenburg und gucken mal, was wir heute so finden. Ihr könnt gespannt sein. Ich würde sagen, wir legen los. Wird geil. Move Nummer uno. Wir haben hier hinter uns so eine kleine Mauer, wo wir dann von da in diese Banklandung droppen können. Marc hatte was vor, ich habe was vor. Wir verraten es noch nicht. Wir senden es einfach mal. Ab geht's. War ein halber? Das war ein halber. You point. So, wir beginnen unsere Tour ganz oben hier an der Burg mit der ersten Treppe und dann heizen wir den Berg runter. Im Hintergrund seht ihr die Übersicht über die Stadt Bielefeld. Ich würde sagen, wir legen los. Wir haben hier so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6er Stairset gefunden. Es ist leider erstens sehr nass heute und zweitens kommt 2 Meter nach dem letzten Set ein Zaun und Lukas hat nur eine Bremse, das heißt nur Hinterradbremse. Wir können mal probieren, ob wir das erste gappen können. Oh. Okay, wir haben jetzt so ganz viele kurze, gewindete Treppen hintereinander. Gucken wir mal, wie schnell wir runterkommen. Puh. Tight. Oh, wow. Alter. Immerhin scheint die Sonne heute, aber wir brauchen jetzt noch ein paar richtig geile Sende, wo wir ein bisschen Airtime haben und nicht immer nur. Also wir haben hier so eine Triple Gap an der Uni, wo wir in den ersten reinspringen können und dann den zweiten ins Flat oder wir versuchen den ersten rein zu racen aus dem zweiten raus und in den unteren rein zu machen. Jeder eins. Wir sind jetzt in Bielefeld an der Uni. Da. Akademiker. Akademiker und Singles mit Niveau. Hier gibt's jetzt. Kurz mal zur Info, wenn man so Treppen gaps case, ist das trotzdem genauso smooth, als würdet ihr in der Treppe landen. Also wenn ihr so ein bisschen case, weil das ja quasi einfach ist wie eine weitere Stufe, wenn ihr oben drauf landet. Also so, ich sag mal 30, 40 cm gehen fast noch klar, einen halben Meter ist vielleicht schon wieder zu viel. Aber so, wenn man so ein bisschen case, ist gar nicht schlimm, weil es ist einfach nur so, als würdet ihr quasi die obere Stufe erwischen. Akademiker, Marc. Akademiker, Marc. Ich hab das studiert, das Street Riding. Case Study. Geil, Alter. Case Study. Wir haben übrigens, wir hatten Treppenlehre. Runter in den Bus rein, weg. Ja. Erste springen und dann nochmal in das zweite rein. Ja. Busfahrer will den Hammer ziehen. Da hinten rüber, Oberstufenkolleg. Yes. City Post ist heute im Weg. Wir kommen von oben, also schräg reingefahren, gappen das schräg, dass wir hier jetzt so lang ausfahren. Nächster Stop, Oberstufenkolleg, Hip Stairgap an der City Post vorbei. City Post Ausweichmanöver.
Ihr müsst euch mal. Zu wild, Bruder. Oh. Zu wild. Nee. Zu wild. Zu wild. Urban Uphill Freeride. So Jungs, wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen. Alter, war das geil Synchro. Ritt, ritt. Bong. Okay, jetzt verschwinden wir. Boom. Faggy. Jo. Jo. Ja, was bin? Ja, schon. Okay, am Ende dann. Tschuh! Excuse me! Excuse me! Excuse! So, das war es erstmal von Urban Freeride an der Uni in Bielefeld. Ich muss mich kurz entschuldigen, dass ich nicht Bescheid sagen konnte, weil viele von euch gefragt haben, wenn ich das nächste Mal nach Bielefeld komme, dass ich Bescheid sagen soll. Das war sehr spontan, weil wir morgen mit Lukas nach Bocholt fahren für die Signing-Sessions und so weiter zu Rose. Wir können natürlich nochmal in Zukunft hier nochmal einen Fan-Treffen bzw. eine Street-Show zusammen machen. Wie gesagt, heute sehr spontan. Das war, wie gesagt, erstmal von der Uni. Wir gucken mal, was wir jetzt noch an weiteren Spots finden. Aber erst machen wir gerade noch eine Fotosession hier unten. Synchro mit Lukas. Das zeige ich euch dann hier bzw. auf Instagram. Boah. Knappe Sache, Alter. Wir haben hier einen Treppengap, da müssen wir allerdings über die Straße anfahren. Und dann haben wir hier ein Geländer und eine Leitplanke und eine Schräge dahinter, wo man vielleicht richtig geil Ninja Drop reinmachen kann. Der Übergang unten ist ein ziemlich sketchy, würde ich sagen. Wir probieren mal, ob wir hier ein geiles Foto machen können, indem wir das Synchro machen. Ich weiß nicht, meinst du, es geht? Ja, ich mach das. Also, Lukas sagt, es geht, dann soll es auch funktionieren. Das Problem wird jetzt nur, dass wir das abpassen, dass wir das wirklich gleichzeitig machen. Im Endeffekt muss der Lukas halt sehen, wann ich reingerollt komme, dass wir im gleichen Moment abspringen können. Und der Tarn sucht sich die beste Perspektive. Ich glaube, das hat ziemlich geil. Perfekt gefasst. Viel zu früh, Lukas. Komm mal. Zeig mal weiter. Ah ja. Gutes Stück zu früh. Okay. Okay, nochmal. So, Synchro, Photoshop, Take 2. Immer noch nicht. Ein bisschen später noch sogar. Aber alle guten Dinge sind drei. Er smilet. Er lacht. So, Kamera eingestellt, Kamera läuft und bitte. Yo, also das war's hier, Urban Freeride Nummer 2 aus Bielefeld. Wie gesagt, weiteres Video findet ihr auf Lukas' Channel. Gerade noch hier die Shots gemacht. Ich blende euch hier schon mal einen davon ein. Weitere findet ihr natürlich auf Instagram. Und ja, auf jeden Fall bei Lukas vorbeichecken. Link zu Lukas' Kanal ist natürlich unten in der Beschreibung. Wir sehen uns natürlich direkt morgen wieder. Ihr wisst ja, es geht immer weiter. 24 Videos, 24 Tage. Ride Band is on. Ich wünsche euch noch weiter eine frohe Adventszeit. Ich hoffe, ihr kommt auch ab und zu aufs Rad, trotz des schlechten Wetters die letzte Zeit. Und ihr wisst Bescheid, Leute. Shop abchecken. Gönnt euch noch vor Weihnachten. Und kommentiert vielleicht mal, was wir noch so mit Lukas veranstalten sollen demnächst. Wir versuchen ja ab und zu Videos zusammen zu machen. Leider wohnen wir sehr weit auseinander und deswegen klappt es nur manchmal. Jetzt gerade in letzter Zeit zum Glück häufiger. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, was wir noch so zusammen machen sollen. Ich bin ja ganz stark für einen Obstacle-Parcours gegen Lukas. Ich glaube, wir haben noch nie einen zusammen gemacht.
Wenn ihr das sehen wollt, gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.